Yo, yo, Leute, was geht? Ich bin's wieder, der PTAone, und heute hier eine kleine Ankündigung. Und zwar will ich bald ein Varo-Projekt auf der PS4 starten. Und zwar mit dem Namen Vairo. Ja, und das Projekt will ich starten mit ungefähr 16 bis 30 Teilnehmern. Deswegen könnt ihr euch unter diesem Video hier mit dem Hashtag Bewerbung oder Hashtag Vairo halt bewerben. Dann müsste ich halt euren PSN-Namen wissen und den Namen eures Teammates. Ja, das kommt mich gleich zur nächsten Sache. Und zwar muss in jedem Team mindestens ein YouTuber sein, der das Projekt auch aufnimmt. Also eine Folge wird dann 15 Minuten dauern immer. Falls dann halt in einem Team dann halt ein YouTuber und halt einer, der kein YouTube macht, ist und der YouTuber dann halt zuerst stirbt, dann könnt ihr das ja irgendwie so regeln auch, dass man das irgendwie der halt der Nicht-YouTuber ist, halt auf dem Kanal von einem YouTuber dann halt weiter die Folgen aufnimmt. Oder wenn das halt nicht funktioniert, dann könnt ihr das von mir aus auch sein lassen. Also, ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Jo, wie das so alles abläuft. Also erstmal ist eine Gruppenphase. Also entweder halt 2, 3 oder 4 Gruppen. Also es kommt halt drauf an, wie viele jetzt hier mitmachen bei dem Projekt. Man kann die Gruppenphase überstehen, indem man entweder alle anderen eliminiert, wenn ein Team, also alle anderen Teams eliminiert oder halt ein Spieler dann am Ende übrig bleibt, dann ist der dann auf jeden Fall weiter oder das Team. Oder indem man einfach 10 Folgen lang überlebt. Also das geht auch bei diesem Varo hier. Mit den Welten werde ich das so machen, dass auf jeden Fall das Weihnachts-Texture-Pack genommen wird. Und halt am Anfang in der Gruppenphase, da werde ich noch die Welt auf groß stellen. Und hinterher halt, falls es ein Halbfinale geben sollte, wird diese Welt dann halt auf Mitte gestellt. Und halt im Finale auf eine kleine Welt. Kommen wir mal zu den verbotenen Items. Also bisher sind die verbotenen Items OP-Goldäpfel, Schadens-, Gift- und Stärketränke. Dasselbe gilt auch für die Pfeile, also keine Schadens-, Gift- und Stärkepfeile. Also das ist alles verboten. Und auf Totem der Unsterblichkeit. Aber sonst haben wir bisher noch nichts verboten. Wir gucken da noch. Vielleicht wird da noch was hinzukommen. Der Start des Projektes wird so zwischen dem 21. und 25.12. liegen. Also kommt ganz darauf an, in welcher Gruppe ihr seid. Zum Beispiel, falls ihr in Gruppe A kommt, dann seid ihr auch vielleicht auch früher, ein paar Tage früher dran, als die in Gruppe B kommen jetzt. Jo, ich würde sagen, dann könnt ihr euch unter dem Hashtag Bewerbung oder Hashtag Vairo, ist mir egal, könnt ihr euch halt bewerben. Schreibt auch euren PSN-Namen und den Namen eures Teammates in die Kommentare. Dann werde ich euch, falls ich euch dann dran nehmen werde, werde ich euch unter eurem letzten Video informieren oder auch unter diesem Video. Ja, ich würde sagen, das reicht auch erstmal für den Anfang an Informationen hier. Falls ihr irgendwas noch nicht kapiert habt, dann lest euch einfach mal die Beschreibung durch. Da habe ich alles nochmal reingeschrieben. Und ich würde sagen, macht's gut und ciao.